Es geht weiter bei Let's Play Kingdoms of Amalur: Reckoning. Ich bin's euer MC Muffix. Und ja, wir suchen gerade ein Grab. Hier unbeschriebenes Grab, dort ist ein Azurit-Kitschild, schlecht Zundertwerk und persönlicher Brief. Ein Brief. Du hast in Anthoros Grab einen geheimnisvollen Brief gefunden. Er ist an jemanden gerichtet, der sich selbst Brit Hagni nennt. Du solltest der Sache auf den Grund gehen. Machen wir doch. Okay, und wozu müssen wir da hin? Brit Hudgett finden. Okay, wo ist die? Oh, die ist in Amer, das ist gut. Ja, im letzten Part haben wir Lyre des Segen empfangen und dafür 97.000 Gold ausgegeben. War aber besser als 10 Erfahrung. Würde ich sagen, zumindest 10% Erfahrung. Hallo, es wäre echt schon viel gewesen. Wir sind ja richtig erfahren. Flachwitz. Okay, gut, jetzt finden wir raus, wer diese merkwürdige Frau ist. Die verlassene Ebene war... Kann ich euch helfen? Achso, Mann, sorry. Wo habt ihr diesen Namen gehört? Der Mann, von dem ihr sprecht, ist tot und sein gesamter Reichtum ist mit ihm gestorben. Aha, natürlich. Ich sagte doch, ich kenne den Mann nicht. Genug. Ihr seid ziemlich hartnäckig. Ich verstehe schon. Was wollt ihr? Ich will nichts mehr von diesem alten Leben haben. Nicht das Gold, nicht den Ruf. Nicht die Sorgen. Ich habe das falsche Grab angelegt, weil ich es leid war, dass die Leute mich wegen ihres Seelenheils belästigen. Ihr wollt wissen, wo mein Geld ist? Ich sage es euch. Es ist fort. Alles fort. Nur meine Familienringe sind mir noch geblieben. Ich will einfach in Ruhe gelassen werden und einen Neuanfang machen. Könnt ihr das nicht nachvollziehen? Habt doch bitte Erbarmen mit mir. Erpressung also. Mein neues Leben ist mehr wert als jedes Geschmeide. Ihr solltet das umgehend begreifen, sonst werden sie versuchen, euch ein Messer in den Rücken zu rammen. Lebt wohl. Jo, das war richtig asozial von uns, aber wir geben es ja dieser Itwa with Front und die kann sich davon ein schönes Leben leisten, denn die ist ja eh irgendwie scheiße dran, da sie eh ein Flüchtling ist. Und sie ist sogar hier. Sie ist doch eigentlich immer rumgewandert. Das war ein cooler Framedrop. Passt auf euch auf, oder? Wer bist denn du? Lass mich verarschen. Das ist immer noch... Das ist der eine, den... Hey, also. Diesen Hain haben wir in A-Chain getroffen. Das heißt, er ist den ganzen Weg... Und das heißt, er ist ja hier, also von da gekommen. Das sieht man ja, sonst würde er nicht so gehen. Das heißt, er ist irgendwie so... Einmal durch ganz die Terrain, die Erdatel-Ebene, die verlassene Ebene gegangen. So einmal rumgegangen. Wie kann man so blöd sein? Und er hat sich immer noch nicht heilen lassen. Ganz ehrlich. Blöd einfach. Okay, Hallöle Popöle. Da schläft sie. Ich bin kurz davor aufzugeben. Sagt, habt ihr vielleicht etwas Neues über Brit Hagni oder seine letzte Ruhestätte erfahren? Bei Mitaru. Sie sind noch beeindruckender, als ich zu hoffen gewagt hatte. Ihr hättet sie behalten können, aber das habt ihr nicht getan. Ihr seid ein Freund der Flüchtlinge der verlassenen Ebene. Und auch von mir. Bitte nehmt dieses schäbige Geschenk zum Dank an. Möge die Obrigkeit über all eure Tage wachen. Eine Stunde ist lang, da kann ich wahrscheinlich darauf verzichten. Ja, ich brauche die Dinge eh nicht, die sind wahrscheinlich eh nur viel wert. Na, ist schon scheiße. Kann man gleich wieder wegwerfen. Kann ich es dir nicht zurückgeben? Und was hat sie uns noch gegeben? Noch so was Schlechtes. Okay, nächste Quest. Schauen wir uns an. Wir machen ja nur die Quest, weil das sind ja eher alles merkwürdige Quests, die wir nur das sind halt alles hier unendlich Quests, die man so lange machen kann, wie man will. Was ist das? Cool, wird mir nicht mal angezeigt. Wenn wir nicht ganz irre waren, das irgendwelche Quests, wo wir irgendwas haben müssen. Kann uns ringen. Ja, dann gehen wir mal nach Mal-Aglim. Da können wir dann auch weiter die Quest der Skulan machen. Und dann irgendwann müssen wir doch mal nach die Tür, leider. Ich sag nicht leider, weil die Tür schlimm ist, ich sag nur, weil es weit, weit weg ist. Mit weit, weit weg meine ich wirklich weit, weit weg. Okay, und natürlich sind mal wieder ein paar Banditen genau im Lager von denen drin, aber das stört natürlich keinen. Wo sind die Banditen? Ich sehe sie nicht mal. Oh, da hinten. Egal, ich ignoriere sie. Was ist da? Oh, ein kleiner Teddybär. Oh, ist das nicht süß. Und er sitzt genau vom Stein. Das heißt, ich muss da mal hin. Ich will da nicht hin. Aber da ist ein Stein. Ach, kann ich da... Boah, kannst du da nicht reinspringen, du Horst? Ich vergesse den Stein sonst. Ach, gut.
Ich versuche den Teddy einfach wegzustealthen. Das macht wahrscheinlich keinen Unterschied. Aber bei großen Gegnern, die kann man so viel stealthen, wie man will, und es zieht hier nicht ab. Oh, es ist nicht süß! Den Bauch. Und stört ihn kein Stück. Wie es ihn einfach kein Stück stört. Ganz ehrlich, Bären sind keine schweren Gegner, aber sie nerven einfach. Also sie haben saumäßig viel Leben. Sie sind auch fast wirklich gar nichts ab, aber sie nerven einfach. Zack, zack. Da noch Blitz hinterher stecken wir, jetzt sind wir noch an. Und das war's dann von Teddy Bear Lieb. Okay, kann sie anstarten. Der Herr der Gezeiten aus Mel-Agli. Dreifach gekrönt, Prinz aller Diebe. Schuf aus Blut ein Schwert der Sünde für Schnitte und Stiche und Hiebe. Aus gehärmten Herzen weinte sein Volk. Tränen flossen aus ungebrochenem Stein. Längst vergessene Wahrheit durfte nicht länger sein. Ja, hört sich irgendwie ein bisschen böse an. Okay, Metal. Keine Raufrückfahrt. Rüstung des Todessturms. Hört sich cool an, aber ist nicht so cool. Feinklinge, ja. Ich benutze Feinklinge einfach nicht, weil ich finde Feinklinge sind nicht so cool. Weil wenn schon, dann würde ich mit Daggers kämpfen. Warum hat er das nicht aktiviert? Da. Ja, jetzt haben wir Ethensweisheit, Mitaro-Schutz haben wir eh und dann haben wir sogar noch Lüde Segen. Ich würde sagen, cool. Richtig cool. Aber 97.000 Gold dafür, dass wir 5% weniger Mana-Kosten haben. Naja. Egal. Egal. Hat sich gelohnt. Und dort ist die Kandrian-Feste. Moin und moin. Hast du irgendwelche Schlüssel, die ich dir klauen kann? Schade. Ich muss überschauen, ob welche Schlüssel dabei haben. Okay. Keine Feste. Schauen wir mal, was es hier gibt. Hallöle? Wer bist du? Ich behalte euch im Auge. Was habe ich denn gemacht? Tut mir leid, ich geh irgendwo rein. Ich behalte dich im Auge. Hast du irgendwas vor? Okay, ach so, wir müssen sogar was Schlimmes machen. Wir müssen den Ring klauen von dem einen. Ah, okay, vielleicht doch. Vielleicht doch, sind wir gar nicht mal so nett. Ja, die Melagier wollen ja irgendwie so einen Ausstand machen, damit ihr seine Truppen entsendet. Also dann, mir fällt auf, das sieht hier genauso aus wie in der Helmgard-Feste. Ist genau das gleiche Modell hier. Finde ich etwas schwach, aber ja, ey, man, das Spiel ist so groß, da dürfen sich ein paar Sachen wiederholen. Finde ich legitim. Okay, wo geht's lang? Da geht's lang. Komm, nicht hier gegen Wände laufen. Was gibt's hier? Ey, irgendwie ist das hier so leer. Fällt euch das auch auf? Aber gerade finde ich das ehrlich gesagt gut. Hat keiner gesehen. Eigentlich sollten wir es gar nicht klauen, aber egal. Okay, Ali Tams Ling. Hat auch keiner gesehen. Gut, aber ich glaube, wir hatten ja sogar noch eine Quest. Und zwar mit den Skolan, oder? Nee, Tulan. Ach nee, das war Tulan. Das war... Stimmt schon. Obwohl, das könnte eigentlich... Eigentlich wäre es logisch, wenn die Quest hier auch spielen. Ja, das war irgendwie das mit den Skolan. Also mit Melagie stimmt irgendwas nicht, weil da irgendwelche Leute immer den ganzen Tag verschwinden. Und ja, wir müssen herausfinden, wie, was, warum, wer, sie, es, wo. Genau das da. Und dazu laufen wir jetzt erstmal hier nochmal aus der Feste raus. Hat keiner gesehen, dass wir was geklaut haben. Hoffe ich zumindest. Ah, sie greifen mich an. Ah. Oder auch nicht. Wie lange haben wir denn noch Zeit? Ach, noch 5 Minuten. Gut, da können wir noch viel machen. Naja, nicht ganz so viel, aber egal. Ja, mich kotzt es irgendwann, dass der immer so langsam läuft. Ich hätte gerne mal wieder diese Spannschuhe, die wir da hatten in dem Tempel, als wir den in den geschwärzten Hallen da. Mit denen wir da so schnell laufen konnten, damit wir nicht verbrannt werden. Was? Oh oh. Oh oh. Port weg. Der weiß was. Ach komm, das ist schon wieder so kackweit weg. Okay, dann porten wir uns erstmal nach Mel-Agli. Ey, was? Immer wenn wir da hingehen, dann tut der Stein da erstmal einlassen. Okay, ich würde sagen, dann können wir erstmal die Quest abgeben. Und dann laufen wir dahinter. Hallöle, mein Kleiner. Ah, gut. Ihr habt den Ring. Damit sind wir unserem Ziel einen Schritt näher. Lord Kandrian aus seiner Feste zu treiben und die Kandrian-Wache zu entfesseln, um die Tuatha zu bekämpfen. Durant betreibt den Gemischtwarenladen hier in Mel-Adlir. Er ist ein wenig mürrisch, soll aber angeblich über einzigartige Kenntnisse des Arkanen verfügen. Wir müssen den Ring anpassen, bevor wir ihn zu Lord Kandrian zurückbringen.
Es gibt einen Altar im Westen von Kandrian, der für unsere Zwecke wie geschaffen ist. Bringt den Ring dorthin und legt ihn auf den Altar. Unter Umständen müsst ihr mit Widerstand rechnen. Sorgt einfach dafür, dass nichts den Ring stört, bis es vollbracht ist. Kehrt anschließend zu mir zurück. Bitte keine Niskaru. Dann ein andermal. Bitte keine Niskaru. Ich habe irgendwie so das Gefühl, dass das Niskaru sein. Mir fällt auf, wir haben immer noch unsere Sonderlieferung eigentlich in Gohard liegen. Und theoretisch könnten wir die auch mal holen. Warum kann ich den Wegpunkt löschen, Wegpunkt setzen? Ach. Okay, wir können da keinen Wegpunkt setzen. Das ist natürlich cool. Dann machen wir Wegpunkt löschen und laufen einfach so dahin. Wir werden uns schon hoffentlich nicht so verirren. Ja, ich könnte ja theoretisch mal die Sachen holen. Einfach so. Ich habe sie ja bis jetzt nie geholt. Und weil, wie gesagt, wenn ich jetzt am Anfang gestellt bin, ich überpowered gewesen wäre. Und jetzt wäre ich gerne überpowered. Ich gebe es ja zu. Egal, das machen wir aber auch irgendwann mal. Denn ich will mal sehen, was ich da Cooles habe. Was kommt da? Achso, ich habe gedacht, die Teddybären kämpfen da miteinander. Ach, scheiße, drei Teddybären, okay. Das bringt eh nichts zu stealthen, da feuer ich sie lieber an. Feuer, yes! Ey, die sind nur noch schwach, die Bären. Böser Teddybär. Ja, die kann man gut alle machen. Besonders mit den Dagger sogar schon. Das wundert mich etwas. Oder schwache Teddybär. Zack, zack, zack. Und das war's schon. Aber ganz ehrlich, langsam merkt man wieder, dass wir zu stark für die Gegend wären. Weil als wir in Riten waren, da hatte ich echt das Gefühl, dass wir unterlevelt waren. Okay, kann den Stand aktivieren. Zwillinge waren geboren und führten bald Krieg. Vorbei war der Frieden. Sensen und Schwerter vom Berg bis zur Küste. Überall nichts mehr als Waffen sie schmieden. Der Sturm des Zornes lässt Land und Leben bluten, ertrinken in des Wahnsinns Fluten. Wie war das nochmal? Wir verirren uns nicht. Okay, dann laufen wir nach Unarach. Dann habe ich immer so eine Ahnung, wo ich hin muss. Oh, da ist ja schon Unarach. Verdammt, dann lohnt es sich nicht. Boah. Böser Teddybär. Wisst ihr, was mich an dem Zauber ankotzt hat im Monat? Während ich ihn schon aktiviert habe, wäre ich schon wieder von den Teddybären angegriffen. Und ich kann den Zauber halt jetzt nicht mal aktivieren. Da greift die mich jetzt schon an. Das finde ich immer etwas blöd. Okay, was ist das für eine coole Höhle? Da war man auch nicht drin. Egal, müssen wir nicht rein. Aber ich habe es jemand erkundet, dass ich mich da importen kann. Erkundet. Hallo? Ich will sie doch nur erkunden. Ich gehe gleich wieder raus. Ach, dann kann man die halt nicht erkunden. Das ist doch kacke, alles schon. Ja, ja, das ist blöd und dumm. Egal. Okay, dann laufen wir weiter. Dort sind sehr viele Gegner. Und kein Gegner greift mich an. Okay, das war's damit. Kein Gegner greift mich an. Ja, und übrigens, eigentlich fällt mir gerade auf, habe ich nur geredet, dass ich wieder überlevelt werde. Weil es war einfach nur, dass ich in die Gegend zurückgelaufen bin. Ich habe halt gedacht, ich will immer noch dann in Kern werden. Aber so war's ja nicht. Teddybär alle. Und das war's dann. Das gefällt mir mit dem Schwert aufladen. Die Attacke bringt es, finde ich schon. Okay, dort sind viele Gegner. Was sind das? Ach, diese hässlichen Geckos schon wieder. Kobolde meine ich. Boah, nein! Hört auf, eure hässlichen Bomben zu werfen. Zack, 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 zack. Ey, Mann, in jedem guten Rollenspiel muss es einmal Kobolde geben. Oder Kobolde ist kein gutes Rollenspiel. Kobolde, Wichtel bzw. Gnome bzw. Zwerge und was muss es noch Wichtiges in Rollenspielen geben? Irgendwas Böses, es muss immer was Böses irgendwas geben. Sonst ist es kein echtes Rollenspiel. Boah, was lebst du noch? Oh. Ich weiß, wenn die so Mini-Leben noch haben und dann noch weitermachen. Okay, sind da noch mehr Kobolde? Jo, sind sie. Tulan. Komm, lass mich einwechseln. Ich kann's echt schaffen. Ja. Ey, so unlogisch. Wie konnte ich den bitte wegsteppen? Egal. Nein. Aha. Warum fallen ihm die Bomben nicht runter und sie treffen mich selber? Das würde ich nicht. Zack, zack, zack. Wukam. Ich will Wukam machen, gefällt. Wukam. Und das war's dann.
Und von dir auch. Okay, und ich weiß sogar, finde ich gut. Wir geht denn du ab? Okay, dann den machen wir jetzt nochmal hier schön alle. Und dann machen wir jetzt einen kleinen Cut und im nächsten Part werden wir dann nach Tula gehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.